Heute siehst du bei den Spielmanns. Wir haben in der Schule und im Kindergarten gehört, dass es bald wieder eine tolle neue Attraktion in der Stadt gibt. Eine Geisterbahn! Wird schon alles super. Ich habe keine Angst. Ja, okay. Ist das dunkel? Immer samstags, manchmal mittwochs, aber immer 15 Uhr. Familie Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Papa! Uiuiui, was ist denn los? Jetzt mal einer nach dem anderen. Mama! Ja, Pia und Papa! Ja, dann mal raus mit der Sprache. Wir haben in der Schule... Und im Kindergarten! Ja, und im Kindergarten gehört, dass es bald wieder eine tolle neue Attraktion in der Stadt gibt. Und wir wollen da unbedingt hin. Unbedingt! Bitte, 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 bitte! Ja, aber erstmal musst du uns verraten, was es ist. Eine Geisterbahn! Herrje, Mine, wirklich? Aber ist das nicht ein bisschen zu gruselig? Aber wir haben doch bald Halloween. Da ist einfach alles gruselig. Alles. Ja, vor allem in der Schule. Du Witzbold. Aber ernsthaft, seid ihr nicht ein bisschen zu jung dafür? Ja, was ist, wenn das so gruselig ist, dass ihr Albträume bekommt? Nö. Einfach nö? Ja. Na, ich glaube, wir sollten doch ein bisschen vorsichtiger sein. Halloween hin oder her? Ihr seid noch zu jung. In ein paar Jahren vielleicht. Aber alle aus meiner Klasse gehen hin. Ja, und ein paar aus meiner Kindergartengruppe auch. Das ist gar nicht so gruselig. Da passiert nichts. Genau, da sind nur ein paar gruselige Stationen. Es steht auch alles in der Zeitung. Oder im Internet. Oder vielleicht gibt es auf YouTube auch ein Video davon. Bitte, Mama und Papa, bitte. Wir haben auch ganz bestimmt keine Angst. Versprochen. Versprochen, versprochen, versprochen. Das ist total harmlos. Wirklich. Du kannst die Eltern von Jonas und Max anrufen. Ihr wollt da wirklich hin, oder? Ja! Klaus, was sagst du? Na gut, aber... Ja! Ja! Aber ihr müsst mir noch hoch und heilig versprechen, dass ihr wirklich keine Angst haben werdet. Versprochen! Gut, dann gucken wir mal, dass wir morgen hinfahren. Ja! Ich freue mich so auf die Geisterbahn. Ich auch. Hoffentlich wird es richtig schön gruselig. Ich hoffe nicht. Nicht, dass ihr beide nachher weinend im Auto sitzt. Und uns dann sagt, dass wir euch nicht gewarnt hätten. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind doch keine Babys mehr. Na gut. Also, ihr wollt ganz bestimmt hin und habt keine Angst. Wir haben keine Angst. Versprochen. Wir wollen unbedingt hin. Na gut. Klaus, rufst du Oma und Opa an, damit sie auf Jette und Juna aufpassen? Ja! Ja! Oh, ihr beiden. Ja, wir gehen dann gleich los. Ja! Ja! Ich rufe da mal schnell bei Oma und Opa durch. Und ihr beiden esst schön auf. Ja! Hi, hier ist Klaus. Hi, Klaus, Schatzi. Ihr könnt heute vorbeikommen. Wir fahren gleich mit Pia und Erik in die Geisterbahn. Oh je, sind die beiden nicht noch ein bisschen zu jung? Ja, sie haben hoch und heilig versprochen, keine Angst zu haben. Ich glaube, es ist auch nur eine kleine Bahn, vor der man ja auch wirklich keine Angst haben muss. Na, wenn du das sagst, dann sind wir gleich da. Tschüss! Bis gleich. Tschüss! Wir sind fertig! Wir können los! Immer ruhig Blut ihrer Bauken. Oma und Opa kommen gleich. So lange müsst ihr euch noch gedulden. Aber ihr könnt euch ja schon mal ganz langsam anziehen. Langsam, ihr beiden! Oje, oje. Die beiden sind echt aufgeregt. Hallo! Da könnt ihr jetzt endlich los. In die Geisterbahn. Aber nicht, dass ihr zu viel Angst... Nein, Omimi. Wir haben 0,0 Angst. Wir sind total mutig. Ja, das sind wir. Na gut, dann wollen wir euch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß, ihr Lieben. Danke. Danke, danke. Danke. Dann geht's los in die Geisterbahn. Meine Güte, hier ist ja viel los. Oh ja, hier wollen wohl viele Familien in die Geisterbahn. Oh Mann, Mama, ich hab's dir doch gesagt. Viele Kinder gehen in die Geisterbahn. Die ist überhaupt nicht schlimm. Naja, wir werden ja dann sehen. Ich hab keine Angst. Ich auch nicht. Oh weia, die Schlange ist aber ziemlich lang. Wow. Alle wollen rein. Die ist ja auch richtig cool. Mama, siehst du, da sind ganz viele Kinder.
Na gut, ich glaub euch ja. Dann ist das auch wohl kindgerecht. Ich will endlich rein. Ja, Pierchen, die anderen Kinder wollen auch rein. Ja, ich will da auch rein. Ich will unbedingt sehen, was da drin ist. Ja! Und wie gruselig das wirklich ist. Ja! Ja, Kinderchen, es geht gleich los. Wir sind auch gleich dran. Endlich! Willkommen in unsere Geisterbahn. Heute werden wir euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Freut euch auf gespenstische Unterhaltung mit Geistern, Mumien und Skeletten. Wow! Geht's jetzt los? Einen kleinen Moment noch. Wir müssen erst die Geister bändigen, bevor sie auf euch losgehen. Herein marschiert. Oh, ich bin so gespannt, Mama. Ich auch. Und wie sieht's bei euch aus? Ich kann's kaum erwarten. Jo, mal gucken. Es wird dunkel. Ich bin so aufgeregt. Wird schon alles super. Ich hab keine Angst. Ja, okay. Ist das dunkel? Mama, ich sehe was. Ich sehe was. Ja, ich glaube, das ist die erste Attraktion. Die sieht ja gruselig aus. Was ist das denn? Wer ist das? Das sieht aus wie Frankenstein, oder Klaus? Ja, wie Frankenstein würde ich auch sagen. Und ein bisschen wie ein Labor. Das ist ja verrückt. Wer ist denn Frankenstein? Oh, das ist aus einem ganz alten Horrorfilm. Aber ich glaube, für die Details bist du noch zu jung. Hat er nicht einen neuen Menschen erschaffen? Ja, so ungefähr. Also, das sieht ja echt gespenstisch aus. Meine Güte, allein würde ich mich hier nicht reintrauen. Was ist das? Ich glaube, das ist schon die nächste Attraktion. Noch mehr? Na klar, das ist doch nicht nach 2 Minuten zu Ende, Papa. Ist ja gut. Mama, sind die alle eingewickelt? Ja, das sind Mumien. Wow, richtige Mumien? Mama, was sind Mumien? Das sind verstorbene Menschen, die in Ägypten früher eingewickelt wurden. Echt? Ja, so ungefähr. Das ist ja ekelhaft. Und es sind so viele. Wie gruselig. Machen die auch was? Die verfolgen dich, wenn du nachts im Bett liegst. Oh Mann, Erik. Erik, psst. Mach deiner Schwester nicht solche Angst. Ja. Was ist los, Klaus? Ja, es gefällt mir nicht hier so gut. Echt? Nicht? Findest du das langweilig, Papa? Ja, ich weiß nicht. Und findet ihr das gruselig? Nö. Nein, das ist voll cool. Und nur ein bisschen gruselig. Es geht weiter. Oh, was jetzt bekommt? Ich bin so gespannt. Oh, ich glaube, jetzt wird's richtig gruselig. Ach, Mann. Klaus? Ach, nichts. Jetzt kommen die Geister. Das sieht aus wie ein Schloss. Ja, wie ein Geisterschloss. Krass. Dann spukt's hier überall. Und da ist ja noch ein Geist. Krass, überall. Ja. Papa, ist das so langweilig für dich? Nein. Okay. Ich glaube, da kommt noch mehr. Siehst du, Mama? Guck mal. Oh ja, das stimmt. Da kommt noch mehr. Oh Mann. Hier sind ja überall Skelette. Wow. Ja, das sind echt viele. Wie cool. Also, das sind bestimmt 100 Skelette. Fast. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skelette. So viele. Mama, guck mal. Heiraten die? Oh ja, das stimmt. Die haben Hochzeitskleidung an. Das ist ja witzig. Eine Skeletthochzeit. Wie witzig, die heiraten. Also, das ist wirklich die allerbeste Geisterbahn, in der ich jemals in meinem Leben war. Absolut. Ich finde die so krass. Und die ist gar nicht so gruselig. Also nicht so, dass ich nicht schlafen kann. Das stimmt. Die passt einfach total gut zu Halloween. Ja, da muss ich euch beiden zustimmen. Diese Geisterbahn ist schon ziemlich cool. Guck, Mama, es ist gar nicht so gruselig. Ja, ihr habt recht. Stimmt's, Klaus? Papa? Papa, hast du die Augen zu? Was? Ist alles gut, Klaus? Ist das langsam vorbei? Hey, Papa, warum? Ja, Ich find's sehr unheimlich. Echt?
Ist das so gruselig, Papa? Ja, ich glaube, ich will lieber raus. Die Bahn ist gleich vorbei. Dann können wir raus. Gut. Tschüss, Skeletthochzeit. Tschüss, Geisterschloss. Tschüss, Mumien und Frankenstein. Das war so cool. Ich will noch mal. Ich auch. Vielleicht ein anderes Mal. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt. Ja, war okay. Ach, Klaus, das nächste Mal machen wir einfach was anderes. Ja, was du magst, Papa. Genau, das wird bestimmt auch lustig. Na gut, okay, dann freue ich mich jetzt schon. Aber dann lass uns mal wieder nach Hause fahren. Ich habe Kohldampf. Ich auch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!